So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CS, nein, Case Clicker heißt es, CC, Case Clicker. Ich habe gerade die 3000 mal geklickt oder klicken lassen und wir haben aktuell einen Rank Up, wo auch immer ich den, ich glaube durch die Mission habe ich den bekommen gehabt. Und da bekommen wir raus ein, ich mag hier diese hellblauen Waffen, die sind ziemlich geil, boah, heftig. Wir müssen 2 Contracts unterzeichnen. Sagt er mir. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ach, guck mal, hier gibt es sogar, glaube ich, immer ein. Na, hier stehen immer diese Dings drauf. Das reicht leider nicht. Contracts. Die will ich aber auch nicht unbedingt, die komischen, ganz wertvollen Dinger da oben. FT. Achso, das ist das gleiche. Welche können wir denn nehmen? Die da? Das sind nur 3 davon. Die hier? Ja, also die können wir auf jeden Fall machen. 2 Stück muss man ja unterzeichnen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal weg. Nicht so wertvoll. Alle rennen. Beim echten CSGO dauert das sogar noch länger. Da wird jede Waffe einzeln eingetragen. Das ist echt ätzend. Sorry. Dual Berettas haben wir bekommen. Nice. Für 0,32 Dollar. Hui. Wie wertvoll. Ey, weißt du, kaum beginnt die Aufnahme, muss ich die ganze Zeit rumniesen. Wie eklig ist das denn? Okay, sonst habe ich ja eigentlich. Na, guck mal ganz kurz bei den Dual Berettas. Hier bei denen. Ah, ne, hat man gerade gehabt. Vielleicht bei denen? Naja, auch nicht. Außerdem wär's zu teuer. Gut. wir haben Upgrades, weil wir Cases geöffnet haben. Können wir gleich mal uns kaufen. Nächster Skin, den wir bekommen, ist. Ah, verdammt, ich liebe diese Farbe von den anderen. Eine Random Case. Und zwar kriegen wir einen Revolver. Okay, mal gucken, was wir da mit dem machen können. 0,075 pro Sekunde. Nochmal Search Performance verbessern. 0,005 pro Sekunde Money. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Wir könnten theoretisch das Match-Betting-System freischalten. Aber ich möchte da ungern erstmal ein bisschen vorgreifen. Ich glaube, wir machen erstmal unsere Ranks weiter ab. Ein Fälschchen Case kriegen wir dafür. Money Game per Tap. Oh, das ist schön. 5 Minuten in Time Come, also wenn wir offline sind, statt 20 Minuten wird das 25 Minuten gesammelt. Das, darauf habe ich schon gewartet. Nice. Weiter, weiter, weiter. Muss ich 50 Cases öffnen, das ist doof. Und hier kann man zum Beispiel zu Gold Nova 1 voranschreiten als Rang, aber machen wir noch nicht. So, ich habe immer noch genug Geld dafür, aber nee, noch nicht. Erstmal würde ich sagen, machen wir neue Cases auf, weil wir brauchen ja schon noch ein bisschen was, 13 Stück mindestens. Ja, wir haben ja einen Revolver-Case. Würde ich sagen, einfach Key kaufen und aufmachen das Ding. Und wir kriegen eine P2000, die ist jetzt nicht so wert. Von CSGO 3 Weapon-Case habe ich vorhin bekommen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Ah, schon wieder eine P2000, meine Güte. Und ein Pferdchen-Case, da ist auf jeden Fall ein Pferdchen-Knife drin. Ich glaube, die können wir uns noch nicht kaufen, oder? Die Kiste. Eine Galil AR. Shop kommt hier irgendwo. Doch, hier kann man sich Cases kaufen. Phoenix-Case. Ne, das war nicht das. Das war nicht das. Ah, guck mal hier. Huntsman-Case. Da ist ein Huntsman-Knife drin. Achso, hier kann man gleich direkt 25, 50 mal. Machen wir mal auf. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal. Achso, hier haben wir noch 2 Keys anscheinend. Die wir irgendwann mal bekommen haben, randommäßig. Ja, genau, überspringen sie alle Dings. Oh, 2 Dollar 3, auch nicht so übel. 2 Dollar 3, eine MP9, die hat man, glaube ich, schon mal gehabt. Und jetzt geht's erstmal los. Die Huntsman Cases öffnen. Und da war schon das Knife gewesen. Da sind wir, glaube ich, schon vorbei jetzt dran. Ich weiß nicht, ob es nochmal kommen kann. Keine Ahnung. Und gut, dass es so schnell geht. Na, okay, ja, okay, hätte ich auch gern genommen. Also man muss theoretisch, das Item muss einen Wert von mindestens 3,51 haben, damit man Gewinn macht. Bei 1,250 einmal für den Key und einmal 1 Dollar für, okay, das Knife kann öfter vorkommen. Und dann halt 1 Dollar für die Kiste. So, schon wieder das Knife. Jedes Mal das Knife. Und, oh, nice, ein P90 mit Stat-Track, 2,74. Ja, wir fördern hier ein paar Achievements frei. Ist kein Ding. Wir brauchen außerdem noch mehr neue Waffen für mehr Contracts. Damit wir die nächste Mission abschließen können.
Damit wir in den privaten Rang steigern können. Case Addict? Gucken wir uns gleich an, was das als Achievement ist. Wir kriegen anscheinend hier gerade eine ganze Menge an Achievements. Ja, so ein noch ein Knife wäre auch nicht schlecht, oder? Aber hier natürlich ist ja relativ einfaches Geld zu sammeln. Da braucht man nicht unbedingt Itemverkäufe dafür. Oh, 11? Nice. $11? Das ist echt nicht übel gewesen. Das ist schon wieder das Knife gewesen. Weiß noch nicht, welche Waffe gerade die $11 gebracht hat. Auf jeden Fall, die war es definitiv wert gewesen, das Case zu kaufen und den Key dafür, weil man dadurch mehr Gewinn gemacht hat. 1,03 leider nur. Ich weiß gar nicht, wie viel Case ist. Wir immer noch so bis 40 öffnen. Okay, jetzt machen wir noch eine. Danach gucken wir mal so ein bisschen die Unlocks weiter nach. Ah, da war es gewesen. Eins davor. Du bist so gemein zu mir. Was kann man denn contract-mäßig jetzt 1183? Das ist echt nicht übel, ey. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das ist das gleiche wie hier. Auch nicht. Mein Gott, ich kann hier gar nichts machen gerade. Wir haben zu wenig Waffen. Definitiv zu wenig Waffen. Na gut, dann reicht's auch nicht. Wir haben zwar jetzt 61 Items. 61? Genau. 61 Items mit dem Knife halt dazu. Aber wir können halt nicht viel mehr hauen. Auf jeden Fall keine Contracts starten. CSGO Weapon 2. 0,075. Nochmal Maximum. Brauchen wir wieder 23 Keys, 23 Cases. Zack. Zack. Unlocks Pineapple. Wir müssen die Caps jetzt auch mal kaufen. Critical Tap Chance. Jetzt können wir zum Beispiel kein Match Betting System oder so mehr kaufen. Das ist schade. Aber egal. Okay, nächstes Item, was wir finden, wird ein Stat-Track haben. Dann auf geht's. Ja, okay, alle haben wieder ein Stat-Track. Wollen wir natürlich gucken, ob das auch wirklich so funktioniert. Was auch immer Stat-Track bedeutet, keine Ahnung. Dann gucken wir uns erstmal neue Achievements an. 50 Items im Equipment, also im Inventar. 70 Upgrades freigeschaltet. 50. Case geöffnet. 10. Stat-Track-Skin. Und wir haben das Raus aus Silber geschafft. Ist doch auch mal was Schönes. Immer noch ein Contract. So, was haben wir sonst noch an Upgrades? 0,06 pro Sekunde. Ah, guck mal hier. Kriegen wir schneller die Top-Camo. Nice. Das ist nicht übel. Fälschung Case in Case Search. So. Dann haben wir eigentlich alles Wichtige. Na gut, das nehmen wir auch noch mit. Und da kommen wir uns, würde ich sagen, direkt auf Gold 2. Ich weiß nicht, mit Critical Chance finde ich jetzt nicht so wichtig. Also wenn man selber klickt, ja, aber nicht, wenn ich das klicken lasse. Gut, gehen wir zu Gold Nummer 2. Wir kriegen für $4 einen Random Skin vom The Rising Sun Collection. Mal gucken, wie wertvoll das Ding ist. Mindestens $4 und es hat sich nicht gelohnt. Danke, hat sich nicht gelohnt. Increase Money Game per Tap 0,015. Das ist schön. Neues Zeug freischalten. Na gut, da wir sonst nichts mehr machen können, würde ich sagen, wenn wir das Critical Zeug freischalten. Zack. Und für 250... Dafür klicke ich mal jetzt noch selber. Ich meine, 0,0295 jetzt mittlerweile schon zu kriegen, ist nicht gerade wenig, ne? Also, das ist schon ganz gut. Und jetzt können wir hier noch ein Random Case bekommen. Wir kriegen fast ein Fälschchen. Schade, nicht ganz. Shop. Ne, hier Upgrades wollte ich. Increase Critical Tap Chance noch einmal erhöht. So, jetzt klicken wir mal ganz kurz für $2,50, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schneller die Combo kriege. Ich habe keinen Vergleich zu vorher. Ich fand, vorher habe ich es genauso wenig bekommen. Was ist hier drin? Ein Rare Special Item und hier ist auch ein Rare Special. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Ding auf. Das finde ich ein bisschen interessanter. Und fast ein Scar 20 bekommen. Aber doch, $1 wert. Und jetzt mittlerweile schon 63 Items, 64 Items, 63, die ich verballern kann sozusagen. Nicht übel. Und wir sind mittlerweile in Gold Nova 2 bzw. Corporal 1 als Mission. Kann man wirklich keinen Contract, ja? 1, 2, 3, 8, na, leider 9. Leider nur 2. 4, ja, leider bringt sonst nicht wirklich viel was. Wir können natürlich auch nach Rarity sortieren. Dann machen wir den Preis weg. Achso, wir müssen immer nach irgendwas sortieren, alles klar. Dann gucken wir nach der Rarität, dann kann man es nämlich einfacher sehen. Theoretisch müsste doch das hier funktionieren, oder nicht? Hier, das. Warum funktioniert denn das nicht? Das ist zum Beispiel 8. Ich weiß nicht, irgendwie bestimmte... Achso, es
Vielleicht zählt Statric nicht dazu. Statric ist was extra. Ja, das kann sein. Ja, okay. Statric ist was extra. Alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Und dann ist alles gut, so wie es ist. Guck mal hier, jetzt kann ich. Das kann ich zum Beispiel machen. Normalen. Ja, mal fangen wir von unten an, die etwas wertloseren. Zack, und dann haben wir den nächsten Contract. Dim, 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 dim. Und was kriegen wir Schönes raus? Eine Sword of. Eine Sword of Serenity. Ja, für 0,46 ist okay, so ein. Ja, so eine Shotgun. Vier Sticker-Capsules öffnen. Können wir Capsules kaufen? Wie teuer? 1,50, okay. Hier ist, glaube ich, auch, genau, hier kann man auch, muss man auch noch, na, Sticker sammeln. 1,50, na gut, ich würde sagen, fangen wir einfach mal über den obersten an, oder? Hier haben wir schon eins. Dann Cases, dann gehen wir zu den, guck mal, Collections können wir, ne, kann man nicht. Hier, Open Capsule. Das ist aber keine Waffe, ne, das ist einfach nur ein Sticker gewesen. Genau. Ich weiß gar nicht, wo man die Sticker sehen kann. Auf jeden Fall kann man die, glaube ich, gar nicht verkaufen. Oder? 2,57. Nicht übel. Nicht übel. Ja, wo sind jetzt zum Beispiel. Ah, doch, hier kann man sie verkaufen. Sind also doch mit dabei. Schön, da kann man also noch mehr sammeln und suchen. Wie viel brauchen wir? Noch zwei Stück. Na gut, dann werde ich mal ganz kurz. Da kommen wir ja mal wieder in Random Case. Geht das mittlerweile relativ. Ah, verdammt, fast ein CSGO Weapon 3. Schade. Kostet 1,50 oder 2,50 kostet eine? Ich mach mal auf 5 Dollar. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit so selber klicken, aber da hätte ich auch keinen Bock drauf. Okay, 1,50 nur. Klick, klick, klick. The Letter. Wieder 2,57. Auf jeden Fall, die Sticker sind auf jeden Fall eine gute Investition. Der AWP, das ist so ein Sniper, 1,32. Ja gut, jetzt habe ich natürlich 0,18 Minus gemacht, macht aber eigentlich nichts. 8 Cases finden. Ja, Betonung liegt auf finden. Hier haben wir zum Beispiel jetzt das erste Case gefunden. Aber ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause. Ein Fallschirm-Case, nein, das will ich jetzt eigentlich auch noch aufmachen. Da unten. Und ein kleines Knife. Nee, ne, Negev. Na gut. 0,31 Dollar. Schön. Ich würde sagen, ich lasse es einfach mal laufen. Wir haben jetzt nämlich ja, insgesamt diese. Ne, hier Statics. Wo stand es mit dem Offline? Tapping. 61 Taps per Second. Ja, kann sein, dass er aber nicht so schnell die ganzen Taps annimmt. Durch den Bot. Und hier haben wir hier Offline Income Time. 35 Minuten. Nicht übel. Wenn man jetzt natürlich nochmal rechnet, 0,0077 mal 60 ist eine Minute mal 35. Heißt, dass also ich kriege 16,17 Dollar, wenn ich einfach offline bin, die ganze Zeit gut geschrieben, bis ich dann einfach wieder online komme und das mitnehme und dann halt wieder neu gesammelt werden kann. Guck mal, Freunde, ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Wir haben ja ein bisschen was geschafft und sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Case Clicker. Vielen Dank und bis dann. Ciao.